Leute, ich habe zwei richtig interessante Informationen für euch. Zum einen, in dieser Season noch soll ein lange geleakter Modus schon kommen, der eigentlich für Season 22 geplant war. Am 25. Juni soll tatsächlich schon der Quads-Modus kommen. Gehen wir also davon aus, dass es kein fester Modus vorher wird, sondern eine Testversion zum Mid-Season-Update mit einem Limited-Time-Modus. Der 4-Mann-Modus, der Quad-Modus. Das wird extrem genial. Wer da ein bisschen zweifelt, auf der neuen District-Map in Season 22 wurde ein neues Trident geleakt mit 4 Sitzplätzen. Soll wohl auch die Möglichkeit angeblich besitzen, dass wir da irgendwelche Waffen drin finden und so weiter und so fort. Ich bin extrem gespannt auf den Quad-Modus. Schreibt bitte in die Kommentare, was denkt ihr? Was ist vielleicht eine richtig, richtig geile Legendenkombination, die so richtig schön belastend ist? Ich stelle mir zum Beispiel so eine Kombination von Lifeline, von Conduit, von Watson und von mir aus noch Newcastle als so kleines Unsterblichkeitsquad vor. Das stelle ich mir richtig ekelhaft vor, diese Legendenkombination zu brechen. Alles andere aber auch mit Caustic Watson und was es nicht noch alles für, ich sag mal, Camper-Legend, nicht im negativen Sinne. Da gibt es bestimmt richtig, richtig heftige Kombinationen. Und ich muss sagen, in jedem Squad müsste man eigentlich mittlerweile immer mindestens eine Lauber dabei haben. Einfach um den Loot für ein gesamtes Squad zu garantieren. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Schreibt mal eure Kombination gerne hier in die Kommentare. Egal, ob ihr das auf TikTok seht, das Video, egal auf YouTube. Und wenn ihr auf einem von beiden Plattformen noch nicht aktiv seid, schaut mal rüber, Links in der Videobeschreibung oder in meiner Bio und so weiter und so fort. Schaut da gerne vorbei, würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Zweite Information des Tages betrifft Season 22. Wie ich finde, eine geile Änderung, wenn sie denn kommt, um zu verhindern oder dem entgegenzuwirken, dass man einfach ständig am Looten ist und einfach zu viel Zeit mit dem Looten verbringt. Und zwar sollen wohl Full-Kitted Weapons in Season 22 als Standard-Ground-Loot getestet werden. Ich würde jetzt einfach mal sagen, es wurde oft genug in den letzten Seasons getestet. Es gibt genug Modi, wo wir Full-Kitted Weapons schon hatten. Von Stufe Weiß bis Stufe Gold hatten wir dann eben Waffen, die auf Stufe Weiß halt sämtliche Aufsätze auf Weiß hatten, Stufe Lila alle Aufsätze auf Lila und so weiter. Muss man, denke ich, nicht erklären. Wer jetzt so ein bisschen rätselt, was ich mit Full Kitted Weapons meine. Das muss nicht heißen, dass es ausschließlich nur noch Full Kitted Weapons gibt. Ihr habt es im Solo-Modus ja gesehen oder da war es ja also nicht ausschließlich so, aber da waren viele Waffen auf dem Boden, die schon gekittet waren. Würde wirklich so ein bisschen die Geschwindigkeit wieder ins Spiel bringen, dass man nicht zu lange lootet. Dementsprechend bräuchte man zum Beispiel in einem Quartz-Modus nicht zwingend Loba. Aber Loba ist immer nützlich, sind wir mal ganz ehrlich. Ich würde es nicht schlecht finden. Für alle, die lieber einen Loot-Simulator spielen, abspringen und ewig looten, am ganz, ganz am Rand der Map landen und lieber looten statt fighten, ist das sicherlich nicht ganz so geil. Aber wer keinen Bock auf Loot-Simulator hat, so wie ich, Full Kitted Weapons, Daumen hoch, ich würde es geil finden. Super Änderung. Leute, schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von diesen zukünftigen Änderungen? Ich bleibe für euch wie immer am Ball. Abonniert den Kanal, würde ich mich sehr darüber freuen. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, macht's gut, ciao.